So, jetzt brauchen wir eigentlich noch ein bisschen Holz. Haben wir eigentlich noch was im Inventar? Nein, haben wir nicht. Scheiße. Dunkel wird's auch, dann können wir ja gar nicht so lange weg. Dann hacke ich jetzt nochmal eben schnell hier den Baum ab. Und dann geht's ab in die Haia. Aber zuerst muss ich mal kurz was schauen, habe ich den Ton? Ne, den habe ich gar nicht an. Muss ich mal ausmachen und erstmal peaceful auf normal. So. Viel besser. Jetzt mache ich das Holz nochmal zu verarbeitetem Holz. Vielleicht kriege ich das hier noch zu. Habe ich überhaupt schon fürs Schlafzimmer eine Tür? Scheiße, ich habe noch überhaupt kein Schlafzimmer. Ah, der Mond geht auf. Dann mach ich mir hier mal eben so ein kleines Schlafzimmer. Oh, wie sieht der Mond denn aus? Oh, der grinst uns schon so an. Oh, was ist das denn da für ein Mond? Wo kommt der denn her? Was soll der denn? Na scheiße, da muss ich aber nochmal bei. Ja, aber es sieht schon wie ein Trollface-Mond aus. Das ist mir schon mal gelungen. Bin nämlich noch nicht so gut in Dingen Video sag ich schon, Bildbearbeitung. Ah, das sieht schon mal ganz witzig aus. Ich habe ja gesagt, dass ich sowas machen werde. Oh, da ist er in voller Pracht. Nur dieses weiße Zeugs da. Rechts muss ich ihn noch wegmachen. Ein Spermastreifen. So, gute Nacht. Oh. So. Jetzt ist wieder Tag und Höhlenmusik kam da gerade irgendwie. Das liegt bestimmt an der Höhle unter uns. Jetzt mache ich das hier mal alles weg. Mach da gleich erstmal die Gläser in dem Schlafzimmer fertig. Damit ich da schon mal etwas ranbauen kann. Ist ja auch scheiße, wenn man ein Schlafzimmer hat und da drin nicht leben kann. Okay, da sind die Bricks drinne und da ist das Glas. Ja, das müsste schon reichen für ein bisschen. Und aus diesen neuen Gläsern, also den richtigen Glasscheiben, kriegt man ja auch schon einiges raus. Jo, 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 das reicht. Jetzt möchte ich aber mal eben nachschauen, was ich denn hier in diese Ecke mache. Ob ich das mit Glas mache. Oder ob ich da irgendwie noch Holz hinbaue. Ich glaube, ich lasse das so mit Glas. Das sieht dann so ein bisschen panoramamäßig aus. Das hat dann auch so einen gewissen Flair. Weil wir hier ja auch direkt an einem See sind. Ja, das lasse ich so. Das sieht schon mal gut aus. So, dann baue ich das Bett hier jetzt mal eben weg. Klappt das mal eben hier rein. Ich muss mich halt hier noch um die Einrichtung kümmern, aber vorerst muss ich jetzt hier erstmal alles richtig hinkriegen. Und ich, ja, eine Steinspitzhacke habe ich. Damit sollte ich eigentlich schon Eisen abbauen können. Dann machen wir eben kurz das Bett, kurz ankloppen und dann eben schnell in eine Höhle gehen und ein bisschen Eisen zusammenfarmen. Ja, Fackeln habe ich jetzt auch nur eine dabei, ne? Scheiße, da muss ich dann nochmal. Ja, da muss ich nochmal eben kurz hoch. Weil ich will mir nur so ein bisschen Eisen eben zusammencraften, damit ich mir ein paar richtige Werkzeuge herstellen kann. Das geht dann nämlich alles viel fixer. So. Das müsste jetzt reichen. So weit will ich jetzt nicht rein. Nur eben kurz das Wichtigste aufsammeln. Und hier war ein Skelett. Ist hier denn noch irgendein Monster? Aber ich will das eigentlich gar nicht fragen, weil meistens kommen die dann. Ach, was ist das denn hier? Ha, das ist ja cool. Ach, das führt dir. Ah, ein Creeper und ein Skelett! So, jetzt kann das Skelett schön verbrennen. Bis es da ist, müsste das eigentlich schon verbrannt sein. Und wenn, dann gibt's hier einen heftigen Schlag mit Schwert, du?
Aha, ich hab's ja gesagt. Arschloch. So, der Creepballer. Ja, hallo. Da. Der ist auch erledigt. Hoffe, hier kommt jetzt nichts mehr. Das könnte ich jetzt gar nicht brauchen, hier irgendwie noch zu sterben. Da war gerade ein Zombie. Hey, wo bist du denn, du Zombie? Was sind das für Geräusche? Okay. Okay, was ist denn da oben? Oh. Ja gut, Eisen ist hier auch. Oh, da sind schon gleich Monster. Ja, die kommen hier nicht hoch, deswegen kann ich eben fix das Eisen hier mitnehmen. Da eben kurz einen sicheren Platz buddeln, damit wir hier nicht runterfallen und mitten von den Zombies und Creepern und Skeletten. Das ist ja schon ein bisschen scheiße. Spinnen sind da auch. Ein Enderman auch. Ach, da ist ja eine richtige Zombie-Parade. Monster-Parade. Yes, das nicht. Au, okay, ich gehe schon. Ich hau schon ab, ich will euch nicht bei eurer harten Sexorgie stören. Was haben wir hier? Was haben wir hier denn? Wie lange ich hier irgendwo hin, wenn ich mich durchs Gravel. Gravel. Buddel? Nee. Oder? Nee, komm ich nicht. Schade. Hab gedacht, hier wäre so ein kleiner Geheimgang. So, dann werde ich jetzt mal wieder rausgehen hier. Ja, genau. Hier sind wir hergekommen. Da geht's raus. Ja, genau hier. So. Ich werde jetzt so lange noch mit der Steinspitzhacke arbeiten, bis sie kaputt ist und dann mir eine Eisenspitzhacke, Axt machen. Denn die können wir ja noch aufbrauchen. Müssen wir nicht umsonst gemacht haben, ne? So, und der wächst nicht. Warum wächst der nicht? So, jetzt müsste der wachsen. So, jetzt springe ich mal eben kurz hier hoch. Klopf hier mal die ganzen Bäume weg. Damit die uns schön hier Holz geben. Ja, ich mache das hier gerade mit Glas. Das Tolle bei den Glasscheiben ist ja, die kann man ja kaputt machen und man kriegt die wieder. Okay, zumindest war das in der Beta so. Scheiße, Notch, du bist doof. Jetzt kann ich die auch nicht mehr verwenden. Weil das war eigentlich ganz toll, weil die konnte man ziemlich schnell auch abbauen. Aber naja. Dann ist das halt so. Muss ich halt irgendwas anderes verwenden, um mich hier hochzukloppen. Ich kann ja auch Holz nehmen, denn geht die Hacke auch schneller kaputt. Noch, ich bin so böse. Blut und Donner, sagen die Wachen in Orgrimmar doch immer. Da in der Hauptstadt in WoW von den Orks. Blut und Donner. Naja, das waren noch Zeiten, wo ich 20 Stunden am Tag WoW gezockt hab. Aber so toll finde ich das Spiel gar nicht mehr, weil irgendwann wird's scheiße. Der Spruch stimmt eigentlich. Also dann, wenn es am spaßigsten ist, sollte man aufhören. Ich habe immer weiter gezockt und das Spiel hat mir eigentlich auch gar nicht so gut getan, wenn ich ehrlich bin. Ich ging eigentlich nur noch in meinem Zimmer rum und hab gezockt, 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 gezockt und gezockt. Selbst bei 30 Grad im Schatten. Naja, aber jetzt ist das ja alles besser geworden. Man muss halt nur andere Beschäftigung finden und die hatte ich damals nicht. So, jetzt, wie viel Holz haben wir denn schon?
Och jo, aber reichen wird das, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich muss noch einige Bäume abhaken, aber ich nehme jetzt nur noch eben diesen Baum hier mit. Dann müsste unsere Axt auch schon demontiert sein. Ja, die müsste gleich kaputt sein. So, die Saplings hebe ich auch mal eben auf. Die pflanze ich dann die Tage nach. Jetzt will ich mich mal eben noch so ein bisschen um den Clay hier kümmern. Weil den können wir auch mitnehmen. Den haben wir auch gerade im Ofen. Na, reicht das noch? Oh ja, das reicht ja sogar noch. Das ist ja was Feines. Mein Inventar ist voll. Das ist ziemlich scheiße. Was mache ich denn jetzt? Ach, diese Lilypads, die kann ich auch wegtun. Die brauche ich nicht. Oh oh. Ich soll mir echt mal angewöhnen, wenn ich hier unter Wasser bin, gelegentlich mal an die Oberfläche zu gehen. Ich vergesse das nämlich immer, denn dann ertrinke ich. So toll ist. Nein! Kaputt. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, so toll ist das nun auch nicht, wenn man da einfach so ertrinkt. Ach du Kacke, ist das kaputt gegangen. Naja. So, jetzt werde ich das hier mal ein bisschen weiter buddeln. Ach, weiter buddeln, sage ich schon, weiter bauen. Bin ich ein Troll? Okay, so, den Clay packen wir mal da rein. Das kann ich jetzt alles so ins Inventar übernehmen. Steaks packen wir auch in unser Inventar. Und das Eisenerz packe ich da jetzt mal rein. Einfach so rein aus Protest. Genau, eine Tür wollte ich mir noch. Ups. Eine Tür wollte ich mir noch machen. Damit wir nachts nicht gestört werden von irgendwelchen Untoten. So. Tür ist drinne. Aber ich kann ja nochmal ein bisschen weiterbauen. Ach du Scheiße, wie sieht das denn aus? Okay, da brauchen wir doch diese Blöcke. Aber hier kann man schon die normalen Fensterscheiben, also die richtigen Fensterscheiben verwenden. Na, krieg ich die untere Reihe noch? Jo, die kriege ich. Das war's dann aber auch. Das kommt jetzt rauf, alles. Ja, nee, das kann noch ein bisschen. So, jetzt lege ich mich auch mal pennen. Oh ja, ich sollte mich echt nochmal ransetzen. Das sieht noch ein bisschen scheiße aus. In den nächsten Folgen wird das besser. Ich weiß aber noch nicht in welcher, weil ich nehme ja immer so 1, 2 Stunden am Stück auf. Deswegen kommt das alles immer ein bisschen verzögert. Aber das macht ja nichts. Wir sind ja flexibel. So. Wir brauchen jetzt auch wieder Sand. Na, Moment. So, das Eisenerz, das nehme ich mir jetzt hier erstmal, also die Eisenbarren meine ich, nehme ich mir jetzt erstmal hier in der Hand. Da mache ich mir jetzt erstmal was draus. Einmal die Spitzhacke und einmal die Axt. Die Federn können so lange auf dem Boden. So eine Schaufel mache ich mir auch nochmal. Ach, was mache ich hier denn? So, so werden die Sticks ja gemacht. Weißt du was, dann mache ich gleich 2 Schaufeln. Auch wenn das nicht passt. Wann passt das denn? Ach, die Blumen, die können auch weg. So.